Ich hab Mamas Weihnachtsgeschenk vergessen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Weißt du, die besten Geschenke sind etwas Persönliches. Deine Mama freut sich auch, wenn es nicht perfekt ist. Sie ist glücklich, solange es von dir ist. Weihnachtsmann, warum bist du denn hier? Oh, es macht Spaß, Geschenke zu verteilen, aber noch mehr, sie herzustellen. Oh ja, ich kann hier etwas malen. Ich wollte Teddy ja nicht wirklich weggeben. Entschuldige, Teddy. Oh, das ist wirklich wunderschön, Caillou. Ich weiß nicht. Oh, ich brauche noch Glitzer. Lass uns was frühstücken, bis Caillou auch aufgewacht ist. Frühstück! Wir brauchen jetzt noch Glitzer. Komm mit, Weihnachtsmann. Nun, wo ist denn das Glitzer? Aha, da. Vergiss nicht, sei ganz, ganz leise. Weihnachtsmann, komm mit! Ring the jingle bells! Ah, das ist jetzt bestimmt Caillou. Nein, das ist nur Gilbert mit viel Glitzer. Oh, das war knapp. Weihnachtsmann, ich dachte, du kannst gut schleichen. Du trägst jedes Jahr Geschenke aus und keiner sieht dich. Ja, aber alle schlafen. Oh, wie wunderschön. Zauberhaft. Oh, wir rahmen es ein. Ein Rahmen? Na klar. Wie wunderbar! Jetzt geht's wieder los. Irgendwo hier muss es doch einen Rahmen geben. Oh, genau. Warte, Weihnachtsmann! Caillou, wach! Oh, du bist wach. Komm mit zum leckeren Weihnachtsfrühstück. Magst du vielleicht Waffeln, Caillou? Entschuldige, Papa. Schon okay. Der Pullover war ohnehin nicht sehr weihnachtlich. Wo wäre ich, wenn ich ein Rahmen wäre? Weihnachten. Okay, wer will wen zuerst beschenken? Oh, ich! Frohe Weihnachten, Mama! Wie aufmerksam, Caillou. Ich liebe es. Mama hat mir gezeigt, wie das geht.
Flugzeug, Leo. Willst du heute mit einer Präsentation beginnen? Ich fang an. Wunderbar. Bitte nutz die Wie-ich-mich-fühle-Tafel, wenn du vom Wochenende berichtest. Oma hatte Geburtstag und ich fühlte mich... Naja, ich habe einiges gefühlt, Frau Martin. Fangen wir doch beim ersten an. Zuerst war ich verwirrt, weil ich einen Kuchen aussuchen sollte. Und es gab so viele. Herr Yu, welchen mag Oma wohl? Rot ist Omas Lieblingsfarbe. Wie hast du dich gefühlt, Caillou? Stolz! Ich hab's entschieden. Ja, ich bin gern der Boss. Nun gut. Danke, Jason. Was war dann, Caillou? Wir brauchten ein Geschenk für Oma. Ich war etwas nervös, weil ich sehr darüber nachgedacht habe, was Oma wohl mag. Wir sind in einen Laden gegangen, wo es nur Erwachsenenkram gab. Nirgends Spielzeug. Wie wär's mit denen, Papa? Die sind speziell, Caillou. Glaubst du denn, dass Oma die auch mag? Käfer sind gruselig. Ich hab mich dann traurig gefühlt, aber ich hab dann weitergesucht. Perfekt. Oma wird's lieben. Oh nein, das war für meine Oma. Halt, warte mal, Caillou. Die Dame war schneller. Aber Rosen sind Omas Lieblingsblumen. Hä? Ich war enttäuscht, als ich nicht den Pulli für Oma bekam. Doch dann besonders froh, als die Dame ihn mir gab. Sie klingt wie eine nette Dame. Ja, schon. Doch später habe ich mich nicht gut gefühlt, weil ich einen kratzigen Pulli tragen sollte, den Oma mir zum Geburtstag gemacht hat. Kratziges ist schlimmer als Käfer. Ja, ich fühlte mich sauer. Aber Oma hat sich echt richtig darüber gefreut. Oh, Caillou, den hab ich hier gemacht. Daraufhin warst du bestimmt sehr... besorgt. Tut mir leid, Oma. Ich hab deinen Kuchen ruiniert und deinen Geburtstag und auch dein... Nein, das hast du nicht, Caillou. Ehrlich, dein Geschenk war so aufmerksam. Aber was ist los, Caillou? Ich mag deinen Pulli aber nicht. Ich mag ihn, weil er von dir ist, aber er ist so kratzig. Tut mir leid. Oh, Caillou. Gut, dass du mir das sagen konntest. Wirklich? Na klar. Es war wirklich sehr lieb von dir, ihn zu tragen, obwohl du ihn nicht magst. Nur um mich so glücklich zu machen. Doch es ist okay, wenn du lieber etwas anderes trägst. Nun und der Kuchen? Zeit mit dir zu verbringen ist mir das Wichtigste, Caillou. Wollen wir vielleicht einen zusammenbacken? Ich habe an Omas Geburtstag vieles gefühlt, aber... ich habe gelernt, wenn andere nett sind, dann bin ich froh.
Und selbst wenn ich wegen der Gefühle verwirrt war, konnte ich nett sein und alles war wieder okay. Entschuldigt, Jungs. Ich wollte den Ventilator anstellen, hab aber alles andere ausgestellt. Wir waren so nah dran. Du meinst, ich war nah dran? Nee. Ganz ruhig, Jungs. Ich leg oben ein paar Schalter um, dann ist es hier ratzfatz kühl. Es ist wirklich heiß. Ja, ich schmilze. Es fühlt sich an wie Lava! Oh! Odi, bleib auf der Insel, okay? Oh, okay. Die Stufen, die sind sicher. So blöd, dass jeder für sich selber kämpft. Wird schon schief gehen. Vielleicht ist der es. Oh nein, Gilbert! Er darf dort nicht lang gehen. Gilbert in Sicherheit. Wie? Wir arbeiten zusammen. Aha. Hey, Gilbert! Gilbert, willst du spielen? Schnell geschaltet, Caillou. Gut gequietscht, Leo. Wir müssen die Lava stoppen. Papa, Gilbert ist sicher. Sehr gut, Caillou. Ich sollte das jetzt auch gleich erledigt haben. Oh.
das war es. Jetzt hat Gilbert es gelöst. Du weißt, was das heißt. Okay, ihr Lieben, ich weiß, dass wir uns alle auf heute freuen, denn wir verkleiden uns. Denkt dran, die einzige Regel am Tag des Verkleidens ist, dass ihr euch wie fühlt? Das stimmt. Nun, worauf wartet ihr noch? Los! Spielen. Ich weiß noch nicht. Ihr spielt schon mal und ich komme dann gleich. Schatzsuche. Zum Schatz geht es. Ah. Da lang. Ja. Aber da ist doch kein Schatz. Doch wirklich. Unser Schatz ist. Der verlorene Schatz der Pause. Auf! Ninjas! Was machen wir? Wir kämpfen gegen sie. Vielleicht können wir fliegen. Wir brauchen Hilfe. Hey, lasst meine Freunde in Ruhe. Was bist du verkleidet, Jeffrey? Ich bin ein Feenkämpfer. Hi-ya! Wow, super! Waren die anderen Kostüme weg? Nein, ich mag das Kostüm. Magie ist das Coolste. Aber eine Fee, das ist ein Mädchenkostüm. Nein, ist es nicht. Ja, ist sie. Ist sie? Warum? Es ist, was ich tragen wollte. Sei doch ein Wikinger oder ein Pirat oder Nein. Oh. Das ist Jeffreys Zauberstab. Das war wirklich nicht nett. Das war einfach ein Mädchenkostüm. Sollten wir ihm ein neues finden? Wisst ihr noch, was Frau Martin sagt? Die einzige Regel heute ist, das zu tragen, was einen glücklich macht. Er wirkte wirklich glücklich. Hey, Jeffrey, dein Zauberstab. Will ihn nicht. Aber du brauchst ihn für die Ninjas. Und du brauchst deine Flügel. Du warst als Feenkämpfer wirklich cool. Und Magie ist super.
entschuldige für, was wir gesagt haben, Jeffrey. Klar kannst du tragen, was du willst. Und wenn es dich glücklich macht, dann ist es eine super Verkleidung. Hey, lasst meine Freunde in Ruhe. Oh, ihr habt ein Problem. Caillou, ohne dich hätte ich's nicht geschafft. Und deinem Zauberstab. Ja! Ah. Ah. Ha. Hey, Caillou. Opa! Womit spielst du denn da? Na, Murmelbahn. Sieht kompliziert aus. Die macht echt Spaß. Was ist da drin? Ein Spielzeug, mit dem ich mal gespielt habe. So wie dein Papa auch. Oh. Eine Eisenbahn? Wow, die ist so cool, Opa. Oh. In deinem Alter habe ich die durchs ganze Haus sausen lassen. Von der Kirche ins Wohnzimmer bis in den Garten. Naja, ich hätte sie nicht durchs Haus und in den Garten sausen lassen. Ich will sie durch unser Haus fahren lassen. Hm? Nicht alle Züge fahren schnell, Caillou. Manchmal sind sie langsam und man genießt die Aussicht. Wir bauen eine ruhige Strecke. In einem schönen und sicheren Kreis. Oh, okay. Oh, und dann geht es hier hoch und dann ein Looping und dann feuern wir Konfetti. Leider kann der Zug kein Looping machen. Doch er kann um eine Kurve fahren. Nun, viel Spaß. Ich habe Mama versprochen, dass ich aufräume. Okay. Tschüss, Papa. Und hier. Tada! Ein kleiner, normaler Kreis für unseren kleinen, normalen Zug. Und jetzt das Beste. Oh. Nun, ist das nicht toll, Caillou? Ich könnte immer zusehen. Wie sieht es bei euch aus? Oh, Opa schläft gerade. Oh, das Gleis sieht gut aus, Caillou. Ich wünschte, der Zug wäre schneller. Opa hat wohl nichts dagegen, wenn er schneller ist. Wow. Darf ich mal, Papa? Klar. Ich wünschte, das Gleis wäre so lange wie meine Murmelbahn. Opa hat wohl nichts dagegen, wenn es länger wird. Haben es vielleicht zu lang gebaut. Sollen wir es abbauen? Ja.
Können wir es vorher ausprobieren? Aha. Bereit, Papa? Bereit, Caillou. Was ist? Überraschung! Mein Zug! Er wollte wohl doch schnell fahren. Was ist denn hier los? Ich glaube, wir hatten zu viel Spaß. Das hier ist doch ein toller Anblick. Das muss Teil der Feierlichkeiten zum Mondneujahr sein. Du hast dich heute aber wirklich hübsch gemacht, Caillou. Danke. Sarah sagt, heute Rot tragen bringt Glück. Oh. Hi, Sarah. Frohes neues Mondjahr. Hi, Caillou. Oh. Danke, dass du Caillou zum Essen eingeladen hast. Wir holen ihn später wieder ab. Das machen wir gern. Wir freuen uns, dich hier zu haben, Caillou. Tschüss! Hier sind ein paar Hausschuhe. Caillou. Xin Yin Hao. Hä? Das heißt frohes Neues. Xin Yin Hao. Wow. Magst du? Ja, ich mag Orangen. Meine Eltern stellen Orangen zum Mondneujahrsfest als Glücksbringer hin. Lecker! Die Glücksbringer-Orange ist gut! Ist das ein Drache? Ja, das ist ein Drachentanz. Der Drache vertreibt alles Unglück und bringt uns Glück. Wow! Geh ganz weit weg, Pech! Der Drache hat keine Flügel. Chinesische Drachen sind flügellos. Sie fliegen und tanzen so, Caillou. Sarah, Caillou, Zeit für Jahrschwächen. Ja! Nochmal? Hier ist der rote Umschlag. Oh. Ah. Der Umschlag ist für Kinder mit Geld gefüllt. Danke sehr. Auf ein friedliches Jahr für Sarah und Caillou. Was willst du mit deinem Geld machen? Verschwenden wir es nicht. Das stimmt. Kaufen wir etwas Wichtiges wie Süßes. Magst du etwas Fisch, Caillou? Ja, gern. Wir
essen am Mond neuer Fisch, weil es uns viel Erfolg bringt. Oh. Sieh her, Caillou. Mit Stäbchen essen ist schwer. Probier diese hier mal aus. Oh. Lecker! Nach dem Essen ist es Zeit für mehr Feuerwerk. Mehr Feuerwerk? Ich dachte, ich hab's verpasst. 3, 2, 1. Deine Eltern holen dich jetzt ab. Oh, muss er jetzt gehen? Ihr zwei müsst jetzt ins Bett gehen, damit ihr frisch für euren ersten Tag des Jahres seid. Wusstest du, dass Drachen tanzen, um Pech zu vertreiben? Ist das so? Und ich kann jetzt auch mit Stäbchen essen. Ist echt einfach. Oh. Du hast heute viel gelernt. Ja, und? Es ist jetzt Zeit zum Schlafen. Frohes neues Mondjahr, Mama und Papa. Frohes neues Mondjahr, Caillou. Es sieht aus, als hätte der Wind den Baum umgekippt. Baum? Geht auch hoch? Ich glaube nicht, Rosi. Oh, meine Schaukel! Was machen wir? Tut mir leid, Caillou. Wir müssen uns von der Schaukel verabschieden. Aber ich sag nicht gerne Tschüss. Oh, wo wird Gilbert sitzen? Der Baum war immer sein Lieblingsort. Ich weiß noch das erste Mal, als ich Gilbert zum Baum brachte. Willkommen zu Hause, Gilbert. Das ist der Garten. Oh. Ach, Gilbert. Neues ist echt angsteinflößend. Der Baum tut dir nichts, Gilbert. Bäume geben Schatten und du kannst unter ihnen sitzen. Genau so. Und von oben in den Ästen kann man alles sehen, Gilbert. Der Baum war nicht nur Gilberts Lieblingsort. Rosi hat ihn auch geliebt. Rosi liebt Baum! Brumm, brumm, brumm. Caillou, jemand will dich kennenlernen. Sag Hallo zu deiner kleinen Schwester Rosi. Alles gut, Caillou. Es ist normal, dass Babys weinen. Wie hört sie wieder auf?
Wir müssen wohl rausfinden, wie sie sich wieder besser fühlt. Ich weiß. Vielleicht ist es zu hell. Vielleicht hilft ihr eine Umarmung von ihrem großen Bruder. Umarmung? Von mir? Sie ist doch so klein. Probier's doch mal. Immerhin bist du doch ihr großer Bruder. Aber ich weiß nicht, was man macht als großer Bruder. Halt den Kopf vorsichtig. Sie hat aufgehört. Du bist ein Zauberer. Schau, du bist schon jetzt ein toller großer Bruder, Kelly. Nun, meine Lieblingserinnerung an den Baum stammt von viel früher. Sie ist von dem Tag, an dem wir hierher gezogen sind. Und den Baum zusammen gepflanzt haben. Warte! Wir pflanzten den Baum? Ich erinnere mich nicht. Wo war ich? Du warst noch nicht geboren. Du warst in meinem Bauch. Neues Haus, neuer Baum und bald auch ein neues Baby. Das ist viel Neues. Es ist wirklich ganz normal, besorgt zu sein. Das heißt doch nicht, dass es nicht toll wird. Wir nehmen einfach jeden Tag, wie er kommt. Wow. Ich hab's! Mama, Papa, wartet! Ja. Sieht gut aus. Mama, Caillou, wollt ihr uns die Ehre erweisen? Sehr gerne. Auf neue Erinnerungen mit neuem Baum. Während wir immer liebevoll an die Alten denken. Große Hilfe! Caillou, hol dein Ball. Irgendwie. Oh, Gilbert, kannst du mir den Ball geben? Gilbert bringt Ball. Super, Gilbert heißt er. Bitteschön. Wow, du und Gilbert seid besondere Superhelden. Freundlichkeits-Superhelden. Freundlichkeits-Superhelden? Was ist das? Nun, Helden retten Menschen vor bösen Leuten. Aber Freundlichkeits-Superhelden tun auch nette Sachen für andere. Nur um Menschen glücklich zu sehen. Das klingt ja wirklich gut. Was denkst du denn, Gilbert? Bereit, Freundlichkeits-Superhelden zu sein? Dann geht's los! Yeah.
Caillou, auch Superhelden fürchten sich einmal. Und Super Gilbert mag Wasser wirklich gar nicht. Weißt du noch? Oh, tut mir leid, Gilbert. Schon okay. Aber vielleicht kann Super Gilbert ja anders helfen. Danke für die Rettung. Ich dachte, die Haie essen uns als Mahlzeit. Ja, und danke fürs Abtrocknen. Oh. Du machst toll, Gilbert. Trotz deiner Angst hast du dein Bestes gegeben. Das ist super mutig. Und nett. Ihr beide habt heute so viel Nettes getan. Und ich dachte mir, ein Freundlichkeits-Superheld braucht einen Umhang. Also, tada! Wow, danke, Mama!